Hey Leute, Quarko hier. Heute reden wir darüber, was passiert wäre, wenn Rin O'Hara noch leben würde. Als erstes klären wir die Frage, wer Rin überhaupt ist. Rin war im Team von Minato Namikaze und die Teamkameradin von Kakashi und Obito. Sie war eine Kunoichi wie Sakura und Ino und Rin war in Kakashi verliebt. Sie begab Suizid, indem sie in Kakashis Chidori reinlief, weil Kirikagure in Rin den dreischwänzigen Sanbi versiegelt hat. Der Dreischwänzige hätte Kontrolle über Rin ergriffen, sobald sie in Konoha angekommen wäre und hätte alles in Konoha verwüstet. So wie zum Beispiel Kurama. Aber Rin fand es heraus und sprang freiwillig in Kakashis Chidori. Nur wegen Rins Tod wollte Obito dann eine perfekte Genjutsu-Welt erschaffen, in der er nochmal mit Rin perfekt zusammenleben könnte. Als allererstes, warum rede ich über Rin? Warum rede ich nicht einfach über Minato? Was wäre, wenn Minato nie gestorben wäre? Also, ich rede über Rin, weil ich bin der Meinung, ohne ihr Tod wäre der Anime Naruto so gar nicht möglich. Ich will noch einmal anmerken, das hier ist ein reines Theorienvideo von mir. Also es muss nicht alles stimmen oder hätte auch anders kommen können und ich habe auch nicht alles überdacht, weil so weit konnte ich gar nicht mal denken. So, als erstes klären wir jetzt mal, was passiert wäre, wenn Rin nicht von Kakashi getötet worden wäre und sie nicht von Kirigakure den Sanbi versiegelt bekommen hätte. Höchstwahrscheinlich wären die beiden ins Dorf zurückgekehrt und hätten weiterhin leichte Missionen beendet. Obito wäre trotzdem bei Madara gewesen, weil er vom Stein getroffen worden wäre und Madara hätte sich um ihn, ich sag mal, gekümmert. Und wenn Obito stark genug wäre, würde er fliehen oder herauskommen und nach Konoha zurückkehren. Dadurch, dass Obito wieder ein Konoha-Shinobi ist, wären Minato und Kushina noch am Leben. Irukas Eltern würden auch noch leben, weil Obito ja den Fuchsgeist in Konoha losließ und dieser das Leben vieler Konoha-Shinobis nahm. Wie zum Beispiel die Leben von Irukas Eltern oder Minato und Kushina. So, Naruto wäre in seiner Kindheit nicht alleine gewesen und würde von jedem anerkannt werden, weil er der Sohn vom 4. Yondaima Hokage Minato Namikaze ist. Was ein Name. Trotz allen guten Nachrichten kommen jetzt etwas schlimmere Theorien. Dadurch, dass Kurama immer noch in Kushina versiegelt wäre, würde Naruto nie so stark werden, da er kein Jinchuriki ist. Also wäre er vielleicht bei manchen Missionen schon gestorben, wo ihn Kurama ausgeholfen hat. Aber gehen wir davon einfach mal aus, Naruto hätte alles glücklich überstanden. Akatsuki wäre trotzdem da und hätte versucht, alle Jinchurikis zu fangen. Aber somit wären sie auf der Jagd nach Kushina und nicht nach Naruto, weil Kushina hatte ja zu der Zeit dann halt Kurama in sich. Und Minato, so stark, schnell und schlau wie er ist, hätte er mit Konoha in den Yas Akatsuki stoppen können, denke ich mir jetzt mal. Ohne Obito wäre Madara nie an den Zehnschwänzigen gekommen und Black Zetsu hätte Madara nicht töten können. Somit wäre Kaguya auch nie gekommen. Und es gäbe keine Shinobi-Allianz zwischen den fünf Dörfern, die sich alle zusammen verbunden haben, sage ich jetzt mal, und dann am Ende gegen Kaguya versucht haben zu kämpfen. Also wäre immer noch Krieg zwischen den fünf Dörfern. Und ich denke, dann wäre es einfach so weiterhin geblieben, dass die Dörfer sich immer weiterhin duelliert haben. Es wären jetzt nicht viele relevante Personen gestorben. Aber so denke ich mir das halt jetzt mal. Es hätte natürlich auch viel mehr passieren können, aber so viel fiel mir nicht mal ein. Trotzdem denke ich, es wäre so ausgegangen, wenn Rin nie gestorben wäre. Teilt eure Meinung dazu in den Kommentaren, sogar wenn ich immer nur 4-5 Kommentare bekomme. Trotzdem würde es mich freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet und die Glocke aktiviert. Und ich sag dann mal ciao, bis zum nächsten Mal.